So, hi ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video. Und zwar war ich gerade mit Selina im Aldi und wir wollen heute Abend grillen. Ich war jetzt noch beim Sport und ich habe mir gedacht, ich zeige euch jetzt den kleinen Grillfood Hall, bevor ich jetzt alles einräume. Ja, und ich würde sagen, nicht verzagen, einfach starten. Wundert euch nicht, ich muss mal das hier kurz herholen. So, damit ich euch auch alles zeige und nicht nur die Hälfte, ne? So, und zwar habe ich aber nicht nur Grillsachen geholt, ich habe auch noch andere Sachen geholt, aber das kann ich euch ja trotzdem zeigen. Ich habe zweimal Naturlieblinge mitgenommen, zweimal Orangen für, glaube ich, 1,99 Euro, 1,49 Euro. Mein Mann ist so ein Beutel am Abend alleine. Ja, ist nicht gut für den Magen, aber ja. Aber ich esse auch unheimlich gerne Orangen. Im Moment, ich mache mir viel Obstteller und so weiter. Ja, habe dann auch zweimal Traubenkernlos mit für 1,69 Euro. Die sind natürlich wieder fünfmal eingepackt, hat mich zu Tod geärgert. Aber ich habe heute mal meine wiederverwendbaren Netze genommen. Der Mann an der Aldi-Kasse war nicht so begeistert, weil er das alles ausräumen müssen hat. Und dann habe ich mir gedacht, so, weißt du, wenn du dich aufregst, brauchst du es auch nicht zu verkaufen. Aber egal, ich nehme sie trotzdem. Ich habe mir zweimal Bananen geholt und die habe ich, wie gesagt, in meinem Netzchen drin. Dann habe ich einmal Nektarinen mitgenommen. Ich bin mal gespannt, wie die sind. Einmal für Luna Futter, das mische ich lieber mit Dosenfutter. Dann habe ich einen Speisequark mitgenommen, 20%, weil ich Knoblauchsoße selber machen möchte. Dann einmal Bratwurstschnecke, Black Age Pepper. Meine Familie hat gesagt, die ist echt lecker, ich soll die nochmal holen. Habe ich noch einen mitgenommen. Dann habe ich ein Fladenbrot mit für heute Abend. Ich habe gar nicht gesehen, dass das 30% reduziert war. Ist noch bis zum 27.05. haltbar. Habe ich mitgenommen, egal. Dann habe ich einmal Knoblauchbaguette doppelpack und einmal Kräuterbaguette doppelpack. Dann haben wir, oder ich habe mir frische Vollkornbrötchen geholt und normale Brötchen. Dann habe ich Weißbrot mit, das ist noch warm, und auch ein, ich glaube, das ist Oliven und Zwiebel, auch für heute Abend zum Grillen. Genau. Dann gab es im Aldi diese Kufeletti, einmal mit Apfel und einmal mit Birne. Und ich esse die mittlerweile ganz gerne, die darf ich nämlich auch essen. Bin mal gespannt, wie die sind. Und dann habe ich mir die hier wieder mit. Die gibt es im Netto aktuell, das sind die neuen von Pombeer. Die heißen Luftis, das sind auch so Maisstangen. Die sind aber mit so ein bisschen Paprika und Salz gewürzt, das ist auch ganz gut. Ja. Dann hat sich Selina eine Käselauchstange mit, und dann habe ich noch andere Brötchen, weil wir bekommen noch Besuch zum Grillen. Und dann war der eine Eimer Farbe noch da, weil wir im Moment wieder renovieren und streichen. Das ist jetzt Marshmallow, das ist jetzt ungefähr, na, das kann man schlecht sehen, vielleicht sieht man es hier besser, das in der Mitte. Und die kam noch runtergesetzt von 19 Euro, glaube ich, auf 3,99 €. Es war der letzte Eimer, allerdings auch nur noch die Farbe. Aber das war mir relativ egal. Deswegen habe ich die mir mitgenommen. Ich werde auf alle Fälle Verwendung dafür finden. So, dann geht's weiter. Ich muss mal kurz meine Tasche nach oben ziehen. So, genau. Und zwar hat sich Selina diese Giotto Momente mit. Momenti, Cookies and Cream. Die liebt sie ja ohne Ende. Und die gibt es jetzt mal wieder für kurze Zeit, glaube ich, oder so. Und deswegen hat sie gesagt, wir nehmen sie mit. Ja. Ich habe eigentlich gedacht, Selina bezahlt sie selber, aber Mama hat gezahlt, wie immer.
Ja, dann einmal Slip-Einlagen, weil meine leer sind. Dann Grillfleisch, alle Vegetarier jetzt. Ne? Barbecue-Zeit zum Grillen. Das sind so ja, Hähnchengrillfappen. Dann zweimal Kräuterbutter. Selina hat sich noch so ein Kinderjoy mit, das war auch runtergesetzt, 30%. Dann dicke Rippe. Das sind solche Spare Ribs, nur schon geschnitten. Bin mal gespannt, wie die Familie die findet. Dann einmal Frühlingszwiebeln. Dann noch die dicke Rippe in Barbecue. Das andere war Kräuter. Selina, kannst du ruhig reinkommen. Dann habe ich einmal Grillteig mitgenommen. Das ist aufgerollt auf Backpapier in 4 Streifen geschnitten. Barbecue-Zeit zum Grillen. Das ist so ein Teig, den kann man füllen und auch einfach Stockbrot draus machen. Ich fand das witzig, war mal im Angebot, deswegen habe ich es mitgenommen. Dann einmal Servietten. Barbecue-Party steht da drauf. Ich habe keine mehr, deswegen habe ich die mitgenommen. Dann einmal Hähnchensteaks, waren auch 30% reduziert, weil mein Sohn mit Freundin kommt zum Essen. Dann habe ich mir diese Frischeiwaffeln mit Haselnussgeschmack. Sind allerdings immer nur 2x2 Stück drin. Dann für mich einen Grillkäse. Und zwar habe ich mir den mitgenommen mit Gouda, Brat und Grilltaler. Genau, das ist der hier. Ich habe auch noch vegetarische Sachen im Kühlschrank, deswegen habe ich für mich nicht so viel mit. Dann nochmal Frischeiwaffeln. Dann habe ich diese Berner Würstchen mitgenommen. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, wer von euch die auch gern isst. Selina isst die unheimlich gern. Dann noch so Bratwurstschnecken, da sind so 3 Stück drin. Preise kann ich euch jetzt leider gerade nicht sagen, weil ich hier gerade alles durcheinander schmeiße. Nochmal Kräuterbutter. Nochmal Berner Würstchen. Dann zweimal Salatdressing, das ist das Beste, das es gibt, dieses French. Da machen wir immer so einen Spritzer dazu. Ja, ja, dann nochmal mein Säckchen. Da hat er sich auch tierisch aufgeregt, der vom Aldi, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der kriegt in der Haltungsnote definitiv eine 5. Weil da verkaufen sie sie schon und wollen, dass man weniger Plastik benutzt. Und dann regt er sich noch auf, wenn man die hinlegt und er muss sie ausräumen. Da habe ich mir 3 Zucchini mitgenommen und 2 Schlangengurken. Tja, und ich finde das ganz praktisch und deswegen werde ich die auch weiterhin nutzen, ob der sich aufregt oder nicht. So, ich glaube, das war's, ne, im Aldi. Ich habe noch einmal Tzatziki-Quark mitgenommen und einmal Sour Cream für die Kartoffeln. Und was ganz Lustiges, das zeige ich euch aber auch nochmal auf Instagram. Und zwar habe ich mir einen Gag erlaubt mit meinem Mann. Ich hoffe, der guckt das Video nicht, bevor wir grillen. dieses Fleisch an, das werde ich heute Abend, wenn wir grillen, auf den Grill legen, wenn die anderen Sachen schon drauf sind, damit er es nicht merkt. Und wenn er dann den Grill aufmacht, dann können sie zu zweit davon essen. Das hat, kann schon richtig reingehen, knapp, ja, es hat 0,957 Kilo. Madame ist da. Ja, das habe ich jetzt mitgenommen, einfach nur just for fun. Genau, so, dann waren wir noch kurz im DM. Ach, die versucht wieder ihre Make-ups zu machen, Sekunde. So, weiter geht's. Madame möchte ein TikTok machen, deswegen macht sie sich jetzt ein Make-up. Hat gefragt, ob sie der Mama ihre Paletten benutzen darf. Ist ja nicht so, als hätte sie selber welche. Ja, wir waren dann noch kurz im DM. Das mache ich jetzt einfach noch dazu. Ich hoffe, es stört euch nicht. Wenn ja, dann spult es einfach vor oder spult einfach zurück. Mir egal. Einmal binden fürs monatliche Übel. Dann habe ich mir Mandelmilch mitgenommen, ungesüßt. Das ist die hier. Die habe ich zum ersten Mal gekauft. Ich weiß zwar, wie die schmeckt, aber ich brauche die für ein Gericht. Und die war eigentlich recht günstig mit 1,29 €, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe eigentlich gemeint, sie kostet mehr. Ging aber. Dann habe ich für Luna noch Döschen mitgenommen, 2 Stück, weil ich erst geholt habe. Aber die hat da schon wieder 2 gefuttert.
Dann habe ich mir im DM, seht ihr ja, DM Bio Dinkel Vollkornmehl mitgenommen. Das brauche ich auch für 2-3 Gerichte. Dann habe ich mir mal Agavendicksaft mit zum Süßen, ja, weil eigentlich sollte ich auch einen Sirup kaufen für die Gerichte, aber da kostet so eine Flasche fast 6 Euro. Nee, da war das mit 2 Euro irgendwas schon ein bisschen günstiger. Deswegen nehmen wir das. Dann habe ich Erdnussmus, da dachte ich echt, das kostet 6-7 Euro, hat aber nur 1,29 Euro gekostet. Dann wollte ich noch Cashewmus mitnehmen. Und Mandelmus, das war dann ein bisschen teurer, das habe ich dann stehen lassen. Geht auch so. Dann haben die neues Deo, limitierte Edition Nivea, da hat mir die Aufmachung ganz gut gefallen und ich brauche wieder ein Deo, ich habe nämlich keine mehr. Take Me to Brazil, da gibt es dann noch Thailand und noch irgendeins. Das ist das hier und zwar hat das 0% Aluminium mit Orchideenblütenduft. Genau. Und das sind jetzt drin 48 Stunden, 150 Milliliter. Ich habe mir da noch 2 Masken mit. Ja, konnte nicht dran vorbeigehen. Balea Tuchmaske, mit mir genießt du deine süße Auszeit. Zumal ich ja Duft, Mango. Und einmal Berry Smoothie mit Cranberry Extrakt für jede Haut. Die hier. Ja, und dann habe ich mir 2 Fitnessdrinks mitgenommen. Fit Feel Good. Fix und fertig, Joghurt Fresh, einmal Himbeer-Vanille und einmal Pina Colada, laktosefrei und glutenfrei. Ja, dann hatten wir ja, als wir auf der Glow waren, haben wir ja Smoothies probieren dürfen. Und die hatten die jetzt endlich auch mal bei uns im DM. Und da habe ich mir 2 mit. Ich finde es super, dass die in Glasflaschen sind. Und da habe ich mir einmal mitgenommen Apfel, Limette, Mango und Maracuja und einmal Rhabarber, Banane und Granatapfel. Das sind die 2 hier. Die kamen, glaube ich, 1,25 Euro oder so irgendwas. Ja. Und ich habe jetzt gleich keinen Platz mehr. Und dann habe ich mir noch 2 Duschgele mit. Ja. Ich habe ja noch ein paar, aber nicht mehr so viele. Aber die haben mich leider angelacht. Das eine, da habe ich in Instagram und der Werbung gesehen. Und das andere im Vorbeigehen. Einmal Balea Duschgel mit mehr bist du süß und sommerfrisch mit tropischem Kokos- und Ananasduft. Ja. Klar. Ich sehe eine Kokosnuss und raste aus. Ist vegan. Ich habe auch noch nicht dran gerochen. Ja. Riecht jetzt nicht nach Kokosnuss, muss ich ganz ehrlich sagen, mit tropischem Kokosnuss- und Ananasduft. Also Ananas rieche ich auch nicht dran, es riecht ein bisschen blumig, ich bin mal gespannt. Und dann das hier, das habe ich auf Instagram gesehen, das ist das Endless Weekend Feeling Creme Dusche Frozen Vanilla mit dem Duft von der Vanille. Ich bin ja überhaupt kein Vanille-Fan. Und das riecht auch nicht nach Vanille, also Frozen Vanilla, keine Ahnung, ob so gefrorene Vanille riecht. Auf alle Fälle riecht es echt richtig gut, ja, genau. Ansonsten habe ich, glaube ich, nichts gekauft. Du hast auch nichts mehr, Selena, gell? Ja, das war's. Ich habe im Aldi, glaube ich, 60 Euro ausgegeben und im Real. Im DM hatte ich 17 Euro, habe aber dann mit Payback-Punkten bezahlt und habe so nur noch 14 Euro irgendwas bezahlt. Ja, genau. Das war jetzt mein Einkauf. Ich habe mir gedacht, bevor ich es jetzt verräume, zeige ich es euch. Und jetzt werde ich aber die Sachen schnell in den Kühlschrank packen. Ich bin gespannt auf die Reaktion von dem hier. Das werde ich auf alle Fälle noch auf Instagram posten, weil das ist echt Bild wert. Ich bin gespannt, was mein Mann dazu sagt. Er denkt bestimmt, ich bin. Ja, ihr Lieben, das war mein kleiner, aber feiner Food- und DM-Haul. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und ansonsten bleibt mir gesund. Ich wünsche euch guten Hunger. Ich bin heute richtig beflügelt, aber warum, erzähle ich euch noch im Vlog. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.